sieht dieses Haus so aus, als wäre es 13 Millionen Euro wert. Es ist das brandneue Anwesen von Taylor Swift auf Rhode Island. Es soll mehr als 1000 Quadratmeter haben und auf einem 20.000 Quadratmeter Grundstück stehen. Aber nach der erfolgreichen New Yorker Immobilieninvestorin Barbara Corcoran hat Taylor zu viel dafür bezahlt. Laut Forbes war die Pop-Country-Sängerin im Mai 2012 43 Millionen Euro schwer. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie seitdem mit ihrem neuen Album und den Konzerten weitere Millionen gemacht hat. Während ihrer letzten Tour scheffelte Taylor rund 700.000 Euro pro Nacht bei 65 Terminen. 13 Millionen Euro in bar klingt vielleicht viel, aber die 23-Jährige kann es sich definitiv leisten. Laut TMZ hat das Haus anfangs sogar 15 Millionen gekostet. Sie wird also einen guten Deal gemacht haben. Taylor muss sich über Geld keine Sorgen machen. Wenn sie allerdings nach Freunden sucht, die sie besuchen, wird sie keine Nachbarn in ihrem Alter finden.